Hallo ihr Lieben, so heute ist Epoxidharz mit einer Elefantenform. Wer mich schon länger verfolgt, Elefanten sind genau mein Ding. Ich habe so viele Elefanten in meiner Wohnung stehen, dass das schon überhand genommen hat. Jetzt musste ich gerade überlegen, wie man es nett ausdrückt. Und ich habe mir diesmal vorgenommen gehabt, dass ich das Ganze halt versuche mit ausmalen. Wer mich auch schon länger verfolgt, der weiß, malen ist nicht ganz mein Ding. Hab aber mein Bestes gegeben. Und ich weiß, ganz viele andere können das viel, viel schöner und besser. Aber für mich eben halt einfach ein wunderschönes Möglichkeit, das Ganze einfach mal auszuprobieren. Ich habe es auch mit so einem Thermofarben ausprobiert. Ich muss sagen, die Thermofarben, das sind keine Thermofarben, was auch immer das ist, aber ganz sicher keine Thermofarben. Und also Thermofarben, wer nicht ungefähr weiß, was ich jetzt meine, ist, dass wenn dort sich die Temperatur ändert und man zum Beispiel eine Tasse draufstellt oder ähnliches, dann verfärbt sich das Ganze. Und das hat es mit keiner Temperatur. Also das war ein Stück weit ein Fehlkauf, aber ist wie gesagt auch... Es war jetzt eine Spielerei, es war ein Schauen, was kann man machen. Und mit den Pinseln, ich glaube, ich hätte einfach unterschiedliche Pinselstärken, Dicke haben müssen. Und das hatte ich jetzt so für mich jetzt nicht eingeplant. Ich weiß, dass da ganz viele Möglichkeiten gibt und dementsprechend habe ich das Ganze jetzt einfach mal ausprobiert. Epoxidharz sowieso, da kennt ihr mich ja schon länger. Ich probiere da gerne mal ein bisschen was aus. Ich habe jetzt auch aufgrund einer Frage jetzt nochmal was für mich bestellt, wo ich halt gerne schauen möchte, vielleicht funktioniert das ganz gut damit. Diejenige weiß dann garantiert, warum, wieso, weshalb, wenn ich das dann mache. Und das ging jetzt auch so schnell. Ich habe es auch schon zu Hause. Also ich werde es wahrscheinlich morgen oder so gleich mal ausprobieren, ob das damit ganz gut funktioniert. Und aber ansonsten Epoxidharz, ich sage es immer wieder mit dazu, weil das einfach wichtig ist in jedem Video einfach, dass das Epoxidharz ist nichts für Kinder. Wer doch sein Kind so einschätzt, dass das damit gut umgehen kann, unbedingt aber trotzdem dabei bleiben, weil das Ganze sind chemische Reaktionen und da muss einfach ein bisschen das Auge drauf gehalten werden und ist kein Spielzeug. Ansonsten immer darauf achten, dass da Handschuhe getragen werden, dass eine Maske getragen wird und das Ganze halt wirklich relativ sicher dann auch mit umgegangen wird. Ich habe auch immer das Fenster offen letztendlich, weil das für mich eben auch was ganz Wichtiges ist, dass ich da halt so ein bisschen schaue. Und ja, gut durchrühren. Epoxidharz besteht ja aus zwei Komponenten, das heißt einem Härter und einem Harz. Und das Ganze, ich habe es euch jetzt nicht mitgenommen beim Färben, aber es gibt, wenn man sie kurz zusammengießt, dann sieht das noch sehr klar aus. In dem Moment, wenn man anfängt zu verrühren, wird es leicht milchig und das muss unbedingt gut durchgerührt werden, dass beide Komponenten gut miteinander verrührt wurden und das Ganze dann auch wieder klar wird. Und ja, das ist ein bisschen Übung manchmal, unbedingt auch am Rand vom Becher gucken, am Boden vom Becher. Ich nehme, wie ihr seht, immer gerne so eine transparenten Becher, aufgrund dessen, weil man es da wirklich gut sieht. Und aber man kann es auch mit jedem anderen Becher, aber werde ich irgendwann früher oder später auch mit umgehen müssen, aufgrund dessen, weil es eben diese Plastikbecher so ja eigentlich gar nicht mehr gibt. Es werden jetzt immer nur noch die Sachen aufgebraucht, die halt hergestellt worden sind. Und da das schon relativ lange geht, finde ich, war sehr viel vorproduziert anscheinend. Oder es wird noch heimlich irgendwo was produziert, aber ansonsten, ja. Meine Holzstäbchen und auch die Becher und so, ihr seht, ich nehme die öfter. Für mich ist das, gehört das mit dazu, das kann gut aushärten, wenn man dann das Ganze drin hatte. Und dadurch kann man die wesentlich öfter nehmen als nur einmal. Deswegen also nicht wundern, wenn da immer wieder die gleichen Becher dastehen, nur mit anderen Farben dann drin. Und ähnlich ist es mit meiner Unterlage, ihr seht schon. Das Ganze ist Müllbeute übrigens, ich nutze also Vorderseite, Rückseite, dann drehe ich das Ganze einmal von innen nach außen, dann kann ich da wieder zwei Seiten und ich kann es noch als Müllbeutel nutzen.
sind also für mich die Game Changer, wie man heutzutage sagt, und gehört für mich dann einfach als angenehmes Nebenbei noch mit dazu. Ich brauche nicht extra Unterlagen. Ich hatte immer erst überlegt, ob ich irgendwie nochmal mir so Silikonunterlagen, ich habe welche in Silikon, die nutze ich aber nur, wo es dann halt eben auch drauf aushärtet. Ansonsten, wenn ich direkt arbeite, so wie jetzt hier, habe ich immer den Müllbeutel drunter und ja. Hier habe ich jetzt das Ganze ja ausgemalt und dann kommt eben die Farbe drüber. Ich habe mich für ein wunderschönes Rot entschieden. Es ist so ein schönes, schimmerndes Rot. Ich muss sagen, mit den matten Farben oder ähnlichen tue ich mich gerade ein bisschen schwer, aber das ist auch okay. Aber ich finde diese schimmernden Farben, die Chamäleonfarben und so, das sind aktuell genau mein Ding. Und dadurch ist es für mich vollkommen in Ordnung. Ich habe übrigens hier, falls ihr euch wundert, ich mische dann jetzt nochmal an. Aufgrund dessen, ich hatte vorher schon was gegossen und habe dort noch einen Rest gehabt und habe das jetzt dann neu angemischt. Während ich anmische und durchrühre, einfach so ein bisschen noch, mein Kanal existiert ja schon relativ lange. Mittlerweile, ich mache das für mich hobbymäßig. Es so richtig, also erst hat es ja mit Musikvideos begonnen und dann ging es weiter. Ab dem, wo Corona so ein bisschen anfing, habe ich dann angefangen, das Ganze mit dem Basteln und war sehr überrascht, dass dadurch ein paar wirklich Abonnenten einfach auch dazugekommen sind, die einfach meine Basteleien auch sehen wollten. Ich probiere ja viele Basteleien einfach aus, weil ich es irgendwo gesehen habe und immer gesagt wird, oh, guckt mal, wie schön das wird und ist ganz leicht und manchmal ist es Tatsache nicht ganz so leicht und ich probiere mich da gerne aus, damit ihr einfach seht, dass ob es wirklich funktioniert oder nicht. Ich habe auch Sets teilweise gekauft, eins ist jetzt gerade unterwegs, da gucke ich, ob das wirklich so gut ist, ob die ganzen Pinsel so gut sind, wie sie sind. Sie sehen mega schön aus, werde ich euch aber verlinken. Und ich habe sowas Ähnliches schon mal gemacht, aber ich will es halt direkt mit dem Set selber nochmal ausprobieren und schauen, was da dann Schönes bei rauskommt. Und da könnt ihr mir, falls ihr irgendwelche Sets seht, die irgendwie angeboten werden und ihr gerne wissen wollt, ist das wirklich ein gutes Set, dann sagt mir gerne Bescheid. Ich kaufe es und werde es dann ausprobieren. Und da keine Scheu haben. Ich bin da sehr ehrlich. Ich habe es auch schon mal. Es gab auch Sets, muss ich dazu sagen, die habe ich nicht hochgeladen. Den habe ich nur den Herstellern mitgeteilt, dass das eine nicht ganz so schöne Qualität oder keine schöne Anleitung war und dass da vielleicht nochmal drüber geschaut wird. Zum Teil wurde mir dann mitgeteilt, ja, das wird gar nicht mehr so produziert, wird aber immer noch verkauft. Also irgendwo, ich weiß nicht, ob dieses Set dann wirklich keiner kauft und deswegen immer weiterhin, das sind mittlerweile 2 Jahre her, das waren hauptsächlich Weihnachtssets und da hatte ich mal eine Reihe gemacht, wo ich mehrere Advents Angebote genommen habe für so ein Set und ich fand das schon echt, wo ich dachte, okay, finde ich ein bisschen merkwürdig, auf der einen Seite zu sagen, es wird nicht mehr produziert, aber es wird immer noch verkauft. Und die Anleitung war wirklich nicht schön. Aber das ist vielleicht auch manchmal Ansichtssache. Ja, hier, ihr seht natürlich gleich noch das Ergebnis. Ich hoffe, euch gefällt es genauso. Ihr habt hoffentlich dann auch Spaß. Probiert es gerne mal aus. Ich freue mich darüber, wenn ich es vielleicht auch sehe. Ich muss mal gucken, ob ich es dauerhaft mit reinnehme, meinen Link für Instagram. Ich selber pflege Instagram nicht ganz so viel, muss ich dazu sagen. Ich weiß, dass ich einfach nicht alle Kanäle gleichzeitig machen kann. Ich habe zum Teil auf TikTok ein paar Sachen. Ich habe einen Teil auf Instagram, wo ich vielleicht mal eine Story mache, aber nicht wirklich viel. Und so sehen meine Abonnenten oder Follower auch aus. Ich habe halt nicht viele, aber trotzdem ein paar sind es jetzt schon. Und ja, so, hier kommt auf jeden Fall das Ergebnis. Und wie gesagt, ich mag es irgendwie trotzdem. Das hat zwar diesen matten Touch,
Aber ich finde es trotzdem sehr, sehr schön und freue mich da eigentlich auch drüber, dass ich das jetzt mal ausprobiert habe. Wie gesagt, ich malen ist nicht ganz mein Ding. Und aber trotzdem finde ich es wirklich sehr, sehr schön. Hier nochmal ein bisschen näher dran. Wie gesagt, die Rückseite wirkt ja glänzend, aber eben halt die Vorderseite nicht. Und dadurch ist dann ein ganz anderer Effekt halt auch zu sehen, ne? Also man muss sich immer überlegen, was möchte man gerne haben, matt oder glänzend. Ich bin mehr der glänzende Typ, muss ich sagen, aber es gibt natürlich auch immer wieder mal andere Sachen. Hier habe ich das Ganze übrigens nochmal mit Epoxidharz gemacht. Dadurch glänzt es jetzt auch ein bisschen mehr und habe es nicht bereut. Also dementsprechend ist das gar nicht so einfach. So. Ich verabschiede mich schon mal. Ihr könnt noch kurz weiterschauen und ich hoffe, ihr seid nächsten Sonntag wieder mit dabei und ein wunderschönes sonniges Wochenende noch. Bis dann. Tschüss.